Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rap Genius 2 Box von Kool Savas. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rap Genius 2 von Kool Savas, das Ganze am 8. März 2019 erschienen. Wir haben hier die Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. Am besten hier seitlich. Und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, also, so sieht die Box aus. Wir haben hier den King of Rap, Kool Savas, mit einer Cap abgebildet und der linken Hand vor dem Gesicht. Darunter lesen wir Kool Savas Rap Genius 2. 2 deswegen, weil es da schon einen ersten Teil gibt, klar, und der ist im Jahr 2015 damals erschienen. Das Ganze ist eine selbstgezeichnete Grafik, also das ganze Cover wurde gezeichnet, in diesem Fall von Adobe Kit. Ich glaube, es gab sogar oder gibt vielleicht sogar immer noch ein Video, wo man genau sieht, wie er das hier gemacht hat. Also hier sieht man noch so die einzelnen Schraffurstücke, wie das Ganze hier dann Stück für Stück entstanden ist. Es ist eine recht dünne und sehr leichte Box. Auf der Seite rechts lesen wir dann auch nochmal Rap Genius 2. Links ebenso, unten alles mit dieser Schraffur. Auf der Rückseite auch nochmal. Und dann lesen wir hier noch Kool Savas. Ja, wieso gibt es hier keinen Barcode? Das liegt daran, dass diese Box vom Vertrieb bzw. von der Verfügbarkeit, sagen wir mal, etwas speziell war. Denn diese Box, genauso wie das Album, bzw. eigentlich ist es ein Mixtape, wirklich nur auf Tour zu erwerben waren. Also der erste Teil damals, 2015, Rap Genius, den gab es nur auf Tour. Und dieser Teil, Rap Genius 2, ebenso. Auf der vergangenen KKS-Tour von Kool Savas konnte man das Ganze erwerben. Entweder nur das Mixtape oder eben dieses hier, diese Box. Jawohl, wir werden das Ganze mal hier öffnen. So, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt, beziehungsweise sehen wir jetzt auch schon, warum die Box so leicht ist. Denn wir haben hier eine Cap. Dann haben wir hier ein Armband und dann auch hier das Mixtape in einem Digipack. Von innen die Box glatt weiß. Machen das Ganze mal wieder zu. Und nachdem hier diverse Inhalte noch in Folie sind, werden wir einmal hier das Ganze aus dem Plastik befreien. So. Also, das Mixtape und speziell die Box waren echt stark limitiert. Ich bin sehr froh, dass ich noch eine bekommen habe. Wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit dem Mixtape an sich. Es ist vom Cover her ident wie auch schon die Box gehalten. Auf der Seite lesen wir auch wieder Kool Savas Rap Genius 2. Und auf der Rückseite haben wir auch nochmal Interpret plus Albumtitel, keine Tracklist, ungewöhnlicherweise. Und hier unten lesen wir das Adobe Kit. Also, wie gesagt, er hat das Ganze hier artwork-technisch gestaltet. Deswegen finden wir hier sein Logo. Dann schauen wir mal hinein. Okay, also, wir haben hier zwar kein Booklet, aber wir haben hier einen Einleger, so einen Zettel. Hier lesen wir Rap Genius 2. Genauso wie hier auf dieser Rückseite oder auf der Innenseite des Albums, des Mixtapes. Und auf diesem Einleger haben wir nun endlich einen Überblick über die Tracklist. Die ist gigantisch. Also wir haben hier insgesamt 36 Tracks. Das ist echt eine Menge. Hier lesen wir dann noch Mixed by DJ Eule, Artwork, Adobe Kit. Alle Kool Savas Exclusive Songs aufgenommen, gemischt und gemastert von Christian Mahal. Okay, und jetzt kommen wir zur Tracklist bzw. zu den Feature-Gästen. Wir haben hier
echt viele Features. Wir haben hier Features von Dave Young, Mo Mitchell, Karen Fearley, die hier auch das Intro gemacht hat. Dann haben wir hier Features von CR7Z und BOZ. Dann haben wir hier ein Feature von Massiv, MC Boogie. Wen haben wir noch drauf? Das sind dann auch noch die Produzenten angeführt. Nochmals Dave Young. Dann haben wir Yassin, also Yesin von Audio 88 und Yesin, CR7Z, Rapstar, nochmals Dave Young. Also es sind echt einige Hustensaft-Jüngling. Also quer durch die Bank, ganz, ganz unterschiedliche Features. Mich freuen vor allem die Features von BOZ und CR7Z. So, dann kommen wir zu der CD. Die sieht so aus. Also vom Design her, wie auch schon das Cover und auch die Box. Hier hinten das Ganze komplett in Schwarz gehalten. Dann haben wir zusätzlich ein schwarzes Armband. Und zwar ist das in Schwarz und Weiß gehalten. Rap Genius 2, also römisch 2 lesen wir hier. Ansonsten komplett in Schwarz. Ist so ein klassisches Silikonband, die waren eine Zeit lang echt überall bei jedem Menschen zu sehen. Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, sehe ich sie kaum noch. Aber mit Hilfe dieses Bandes hier kann man sich klar als Cool Savage-Fan zu erkennen geben. Und dann haben wir noch einen dritten Inhalt in dieser Box. Neben dem Album, neben dem Mixtape, glaube ich, das Highlight. Und zwar eine Cap. Hier lesen wir auch wieder Rap Genius 2. Auf dem Schirm haben wir hier einmal The Authentic Snapback Yupong Since 1974. Das Ganze dann komplett in Schwarz gehalten, ohne weitere Details. Dann haben wir noch ein Zettelchen mit einem Barcode. Classic Snapback Black One Size. The Classics Authentic. Okay. Ja, wie man es kennt von einer Snapback, kann man das natürlich dann hier hinten entsprechend Größen verstellen. Hier könnt ihr das dann an euren Kopf, an eure individuelle Größe anpassen. Und dann schauen wir mal hinein. Auch hier haben wir wieder einen Einnäher, The Classics. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. So sieht das dann von innen aus. Und wir haben es bei dieser Cap zu tun mit 80%, hier oben kann man es lesen, 80% Polyacryl und 20% Wolle. Das ist meistens so bei diesen Snapbacks. Dann haben wir hier noch die Wasch- und Pflegehinweise. Und hier lesen wir dann noch FF Headwear Europe GmbH, Germany und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So sieht das Ganze dann von unten aus. Also der Schirm auch unten schwarz. Also bis hier auf den Rap Genius 2 Stick, der hier echt sauber verarbeitet ist, ist hier alles in Schwarz gehalten. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Snapback mit Rap Genius 2 Stick. Dann haben wir dieses Silikonarmbändchen ebenfalls in Schwarz und Weiß mit dem identen Aufdruck Rap Genius 2. Und natürlich das Mixtape Rap Genius 2 mit insgesamt 36 Tracks und jede Menge Features. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren Box Rap Genius 2 von Cool Savage. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, also von dem Mixtape, beziehungsweise der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cool Savage unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.